It's a long road when you're on your own. When you find peace of mind along the way. In every new town just seems to bring you down. Trying to find peace of mind can break your heart. It's a real war right outside your front door. I'll tell ya, out where they'll kill ya, you could use a friend. Where the road is, that's the place for me. Where I'm me in my own space, where I'm free, that's the place I wanna be. Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen MAE-Video. Heute mal wieder ein amerikanisches. Menü Nummer 5. Chicken with Tomatoes and Feta Cheese. Also Poulet au Tomate et au Fromage Feta. wie man schon am Anfang sehen konnte. D-Code 4317. Also am 317. Tag des Jahres 2014. Das wäre der... Mein 14. November 2014, muss ich aber, ich schreibe es hier drunter. Also jetzt blende ich das hier als Titel ein. Ja, ich will ja keine Fehler machen. So, gepackt wurde das Ganze von der Firma Supaco. 2014, wir haben jetzt, ja, mein Tablet wird gleich schon in Action kommen. Also relativ frisch. Die Dinger halten sich ewig. Ja, Warfighter recommended, Warfighter tested, Warfighter approved. Peelable Seal. Schauen wir mal. Das hat nicht immer was zu heißen. Manchmal sind die Dinger so extrem verschweißt. Aber wir hoffen das Beste. Ah, geht. So, als allererstes. Ja. Gut, ist nicht jedermanns Geschmack, aber ich mag diese. Ist halt Geschmackssache wegen dem Müll. Haben wir diese Vegetable Crackers. Accessory Pack. MAE Heater. Und wo ist er? Hey, wo ist Mr. Schulz? Ah, da. Mr. Schulz, hello, Mr. Schulz. G. Schulz 9. Cheese spread with jalapenos. Geil. Hier. Reese's Pieces. Peanut Butter. Was sind so? Ja. Candy in a crunchy shell. Cool. Carbohydrate electrolyte beverage powder. Orange. Natural and artificial flavor. Der Sleeve für den Heater. First Strike Nutritious Energy Bar. Cranberries Osmotic, also Cranberries osmotisch. Mm. Der gute Trusty Old MAE Spoon. Also ich stehe total drauf. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die mögen die nicht, aber ich habe erst auch angefangen. Verpackung hiervon ist sehr stramm. Ich habe angefangen, MAE-Löffel zu sammeln. Wer außer mir macht das schon? Ja? Also, eins, Korea, Russland. Naja, gut. Und hier haben wir die Hauptmahlzeit. Hier. Nutritious Energy Bar, Manometer. Hier haben wir dann Chicken with Tomatoes and Feta Cheese. Hm.
Tja. Könnte jetzt bedeuten, dass das, ich weiß es nicht, ich könnte das jetzt nicht mal annähernd rauskriegen, wie lange das hält. Aber gut, das ist wie das. Dann haben wir hier noch halt hier noch ein Hot Beverage Bag, den werde ich nachher voll machen. Der kommt dann mit in den Heater rein. Ich zerrob das jetzt nicht. Wir haben übrigens in meinem Urlaub jetzt morgens 5:30. Ich bin mit Frau Brehm aufgestanden. Ich muss gleich mit den Hunden gehen, aber erstmal gibt es Frühstück. Haben wir hier Kaugummis. Transpacker Service Corporation Brooklyn. Gepackt am 282. Tag 2014. Freeze-Dried Coffee Instant Typ 3. Ich glaube, den hatte ich auch noch nicht. Klopapier. Wo ich sagen muss, das ist immer so wenig für die Amis. Ich verstehe das gar nicht. Creamer Non-Dairy Dry. Da ist Salt, also Jodsalz. Sugar. Matches, also Streichhölzer. Und hier haben wir Moist Towel. Sehr gut. So, alles auf dem Tray. So, als allererstes mache ich Folgendes. Ich fülle hier ein bisschen heißes Wasser, also hier ein bisschen Wasser rein. Das kommt dann hier rein. Inklusive der Mahlzeit und dem Cheese Spread. Ja, weil ich habe das ganz gerne, wenn das heiß ist. Oder wenn das ein bisschen flüssiger ist. Weil das ist schon sehr, sehr fest. Ja, also kommt da Wasser rein. Und ja, das hier ist dann für den Kaffee. Gut, fangen wir mal an. So, da habe ich schon mal ein bisschen Wasser hier drin. Und wenn wir mal den Heater hier aufreißen, da kommt jetzt hier auf die Seite das Wasser. Da sind wir ein bisschen prickelig, weil der Heater-Elemente sich gerne ein bisschen umklappen möchten, was ich überhaupt nicht möchte. So, hier kommt jetzt noch der Dings rein, der Cheese Spread. Ja. Die Hauptmahlzeit, die kommt natürlich auf die Seite, weil hier auf der Seite ist das Wasser und der Cheese Spread. Und hier kommt die Hauptmahlzeit rein. Und dann kommt dann auch Wasser mit bei. Und da wird es aber auch schon sehr eng. Ja. So, das ist natürlich schon ein schönes Gefrickel. Kommt hier das Wasser rein. Ja. Heute leider nicht die Tasse von MAI Info. Würde ich das hier mal ein bisschen zumachen. Dann kommt das hier in das Sleeve rein. Ich sage euch, das ist schon sehr, sehr eng. Aber passt. Ja. Ich könnte das jetzt hier nochmal umschlagen oder hier ein Klemmerchen drauf machen. Und dann put it on a rock or something. Hier ist der Rock or something. Und der Heater, man hört ihn, der arbeitet schon. Ja, sehr gut. So, dann werden wir uns mal die Cranberries Osmotic zu Gemüte führen. Ternotch haben wir hier so gesehen keinen, aber wir haben hier eine Perforation. Die sind aber auch strammig. Dinge. Müsste doch jetzt irgendwo. Na nö. Kein G-Schulz, nein. Empty.
Dann packen wir das mal hier auf Seite. Dann kommt die, kommen hier die Reese's Pieces. Ja, das sind so eine Art wie, ja, früher nannte man die Treats. Drei Farben, Orange, Gelb und Braun. Ja, Reese's Pieces. Mal eins probieren. Mhm. Und das wird hier gerade schön heiß. Carbohydrate Electrolyte Beverage Powder. Das werden wir mal ein bisschen füllen. Mit einer halben Canteen Cup. Okay. Also. Ja, go shake your booty. So, jetzt muss ich noch ein Glas holen. So, dann habe ich dann mal in einer kurzen Drehpause etwas umgestrickt. Ja, also Süßigkeiten sind jetzt hier und nicht da. Ich habe einfach das Tray umgedreht. Das ist halt, wenn man über Kopf filmt. Ja, da ist er. Oh, da riecht er schon fantastisch. Gut, dann packen wir das mal auch hier weg. Müll auf Seite. Dann haben wir hier noch, das können wir hier hinpacken. Dann holen wir uns jetzt mal hier die First Strike Nutritious Energy Bar raus. Das ist genau das, was ich vermutet habe. Ja. Mhm. Sehr süß. Vegetable Crackers. Aber die sind echt Nutrition Facts. Irre. Die halten sich auch ewig lange. Wenn ihr die gerne auf Seite packen wollt, die könnt ihr ewig in 3 Tage lagern. Ja. Ich schneide die mit der Schere auf. Ich bin echt zu faul heute. Da waren meine Fingernägel zu kurz. Oh, die sind heil. Heil. Ah, sorry. I'm on vacation, you know. I forgot to take my foreign MIE.com coffee mark. So I use this. This is a star. Like the old American supplies in the Second World War had. So, will hier nichts vergessen. Ja? Yeah? Mm. Nun nehme ich mal Folgendes. Ich mag meinen Kaffee nämlich schwarz und süß. Blond und süß. Mit schwarz und süß, also bitteschön. Und oh, hört ihr meinen Magen? Hier schon mal meinen Creamer rein. Mein Zucker. I like my coffee blonde and sweet like my wife is. Endless she is. Sorry, Jungs, ab und zu mal muss das sein. So. Dann holen wir jetzt mal Folgendes raus.
den Cheese Spread. Der ist jetzt schön quatschig. Und den Wasserbeutel. Okidoki. Den Rest, den lassen wir wieder schön heiß werden. Ja. Gut. Ab zum Kaffee. So. Und das Wasser ist doch schon recht heiß. Boah. Lässt sich kaum anfassen. Okay. Der Cheese Spread ist schön verlaufen. Ja. Ich schneide jetzt hier nur eine Ecke auf, damit ich Mr. MAI Cheese Spread machen kann. Oh! I screwed it. Ich hab's also versaut. Nächster Cracker, nächste Chance. Next Cracker, next chance. Oh man. Okay. Aber jetzt funktioniert's. Mr. Cracker MAI Cheese. Da ist er doch. Jawohl, ja. So, den wollen wir aber nicht so essen. Seht ihr, wie fluffig der Käse geworden ist? Genial. Okay, down the hatch. Also, runter in den Schlund. Mmh. Geil. Also, steht total auf diesen MAI-Käse. Diese Cracker, die sind leicht gesalzen. Lecker. Ich denke auch, dass mittlerweile das Essen fertig sein dürfte. Entschuldigung. Boah, diese. Ja, ist schon sehr anständig heiß. Man kann sagen, was man will. Diese MAI da sind einfach klasse. Also diese Cracker mit dem Käse ist schon irre heiß. Salzig. Gut, ich lieb's ja, wenn es salzig ist. Ja, mal schön hier abwischen. Dann mal ganz kurz abwischen. So, haben wir hier. So, man könnte es quer aufreißen, aber ich nehme es hier lang. So ist es gedacht, weil wenn man es lang aufreißt, kann man da mit dem Löffel reingehen. Ganz easy, wenn man zum Beispiel im Feld ist. Ja, könnte man also... Ich hab's versaut. Ja, so sieht's aus. Also man könnte praktisch dann mit dem Löffel hier einfach so reingehen und das hier so rauslöffeln. Ja, das machen wir nicht. Chicken Fajita. Hm. Doch gut aus. Da ist eine ordentliche Portion Käse drauf. Ja, schmeckt man.
So, lass mal einen Schluck hiervon trinken. Boah. Geil. Ja, der Heater arbeitet immer noch. Mal hier auf Seite stellen, damit er mich hier nicht voll quatscht. So. Schauen wir mal anders. Und zwar Gundogisch. Gundog macht das gerne. Der brüsselt da gerne seine Sachen rein. Nicht so allzu viel, aber genug. Haben wir hier so ein Stück von. Oh, die zerbröseln ja. So. Dann haben wir hier Hühnchen. Na, heute will der Fokus nicht. Muss mal ein bisschen nachhelfen. Hier haben wir das Hühnchen. Der Feta-Käse, der ist da drunter. Hier haben wir Tomate. Oh, sehr salzig. Also was heißt sehr salzig? Für manche Begriffe wäre das sehr salzig. Für mich ist das genau richtig. Ja, oh. Sehr gut. Das ist ja wirklich eine anständige Menge. Hühnchen hier drin. Manometer. Kann man nicht meckern. Mhm. Oh. Wow. Oh, hört ihr meinen Magen? Ich habe Kohldampf. Jetzt haben wir 10 vor 6. Ich habe Hunger wie die Sau. Perfekt. Oh. Yummy, yummy, yummy. Mmh. Mmh. Lecker. So, dann haben wir ein Stück hier von dem Cracker. Also, Leute, man kann sagen, was man will. Die Amis verpflegen ihre Jungs im Feld einfach genial. Ja. Den behalte ich mir natürlich wieder. Den MAI-Löffel. Natürlich. Der kommt in meine MAI-Spoon-Sammlung. Ja. Ich will das hier alles noch essen. Und mal hier was von den. Wow. Die sind echt wie Tres Smarties. Viele, viele bunte Smarties. Und hier noch ein bisschen was zum Schnuggeln. Die Cranberries. Die sind schon ziemlich trocken. Aber wir haben ja noch was zu trinken.
wirklich sehr gut. Nochmal kurz umrühren hier. Weil Kaffee am Morgen, den braucht man. Cheers, Freunde. Immer IKW, man kann sagen, was man will. Er ist einfach gut. Er ist wirklich einfach gut. So. Noch ein bisschen was von der Energy Bar. Die brauche ich heute. Ich muss nämlich gleich noch mit den Hunden Gassi gehen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, so 10 Kilometer. Ja. Nehme ich mir den Rest, den nehme ich mir mit. Als Wegzehrung für unterwegs. Oh. So, also, das war Menü Nummer 5. Chicken with Tomatoes and Feta Cheese. Das ist, was übrig bleibt. Und jetzt kommt mein Wort zum Sonntag. Ja, an all meine gutmenschigen Freunde. Ja, die sagen, so ein Müll, so ein Müll, so ein Müll. Wisst ihr was? Ihr kauft euch Messer aus China. Ihr kauft euch Messer aus Solingen, die sind aus China gekommen. Ihr kauft euch dies, das, das und das und freut euch darüber, dass es aus China immer für günstige Preise rüberkam. Und diese Schiffe fahren mit Schweröl. Ja, eine massive Belastung für die Umwelt. Darüber macht sich dann keiner Sorgen. Und mir geht diese Doppelmoral, ganz ehrlich gesagt, ganz schwer auf den Sack. Also, nichts für ungut, Leute. Ich hab euch alle lieb. Und ja, wie immer gilt, tschüss, Mario, schwenkt der Hut, tschüss, hör ab und schwenkt die Kapp.